Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück bei Brokkorn Brothers Germany. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Neue Runde, Chaos Tobacco. Heute geht's um Karma is a Bitch. Karma is a Bitch. Hier wieder eine alte Produktion von den neuen Sorten. Sprich, wir haben noch den anderen Grundtabak, wir haben noch die andere Verpackung, die unten durchsichtig ist. Wie gesagt, in Zukunft wird die schwarz sein. Zudem haben wir hier oben, hier macht sie auf, Zipper. Nicht Zipper, sondern so eine Verpackung, ja. In Zukunft wird das dann so aussehen. Mit diesem Nutella-Deckel hier oben, ihr macht den einfach auf. Ich finde hier nie einen Anfang, ne? Das nervt mich so. Ja, und dann ist er direkt ready to smoke, einfach umrühren und Knallgas. Viel Spaß damit. So. Darin soll sein Honigmelone, Vanille und Kokos. Kokos. Kokosmilch. Sind wir mal ein bisschen am Riechen, einem Grautee. Also geruchstechnisch bin ich ja echt nicht so der Fan von Honigmelone. Aber das ist ja eine Geschmackssache, ne? Ich hab's ja einfach tot geraucht. Die überwiegt hier. Ich weiß nicht. Vielleicht ein Hauch Vanille, Kokos, weiß ich nicht. Da bin ich mir echt unsicher. Also die Honigmelone habt ihr auf jeden Fall im Vordergrund. Vielleicht will meine Nase auch nicht mehr nach 800 Reviews. Doch, und ihr habt, ich sag mal so, ihr habt so eine Kokosvanille. Das passt, das passt. Also wie wenn ihr so an so Kokosraspeln so ein bisschen riecht. Mit so einer Vanillenote dabei. Also geruchlich hört mich das Ganze sehr an. Ich bin auch kein Melonenfan. Weder Wasser noch Honigmelone. Ist absolut gar nicht mein Ding. Aber das haben wir auch schon in anderen Reviews gesagt. Das Melone ist echt nicht unser Favorite. Aber geruchlich spricht mich das Ganze trotzdem sehr an. Wird geil abgerundet. Ich finde, geruchlich wird es schon mal geil abgerundet durch diese Kokos. Geruchlich ist das Ganze schon mal eine feine Sache. Wie gesagt, nicht so der Honigmelonen-Fan, aber kommen wir mal zum Geschmack, Leute. Geschmacklich. Auch hier liegt die Honigmelone weit im Vordergrund und wird abgerundet von dieser Vanille-Kokos-Raspel-Aktion. Ja. Finde so ein bisschen mehr vanillemäßig, aber trotzdem irgendwie was erfrischendes Kokosmäßiges. Ich würde aber jetzt nicht definitiv sagen, wenn ich den zum ersten Mal rauchen würde und wüsste nicht, was drin ist, würde ich sagen, Kokos wäre ich so jetzt nicht drauf gekommen. Nee, also ich würde auch sagen, es ist was Cremiges, was in Richtung Vanille geht auf jeden Fall, aber ich würde jetzt definitiv, wenn ich es nicht wüsste, auch nicht darauf schließen, dass Kokos drin ist. Also richtig, das muss ist ich auch sagen. Schwer definierbar, wahrscheinlich auch wieder nur so eine Abrundungssache, aber ihr wisst, wie es ist. Deutsche Gesetze sagen uns, alles, was drin ist, muss auch draufstehen. Deswegen wird es hier draufstehen. Wird nicht draufstehen. Wird nicht draufstehen. TBD2, sei Dank, wird nicht mehr draufstehen. Wirklich sehr geiler Flavor. Also, wird auch nicht mein Favorite. Ich fand den Coca Nostra um einiges geiler. Aber von den neuen Sorten auch weiter mit oben, muss ich definitiv sagen. Ich würde mir aber noch holen. Probiert ihn einfach mal. Also der kriegt von mir eine definitive Probierempfehlung. Das ist eine spannende Geschichte, wirklich. Absolut. Wie Chaos üblich, 200 Gramm, 14,90 €. Preis-Leistung ist absolut gegeben. Wie gesagt, der Tabakanteil wird ein bisschen hochgeschraubt, die Molasse wird ein bisschen runtergeschraubt, damit das nicht mehr so da drin rumschwimmt. Genau. Wir hoffen, dass sie ihr Wort halten und es genauso machen. Bestätigen werden wir das erst können. Ab der neuen Produktion, wenn die Sachen wirklich auf den Markt kommen. Richtig. Das war's bei uns. Nein, war's nicht. Ich wollte ein kleines Dankeschön rausbringen. Und zwar hat uns der gute Robin Herrmann, HR Kohleteller, zwei nice Teller zugesendet. Einmal diesen Butterfly-Teller. Genau. Der ist ebenfalls einmal mit dem HR-Logo. Dem HR-Logo versehen. Und einmal hat er schön unser Logo reingelasert mit dem YouTube-Button. Sehr geil. Darunter, also, sehr geil. Der Button haut so viel Action. Dasselbe habt ihr hier auf dem Butterfly-Teller. Wie gesagt, sehr massiv. Da könnt ihr versuchen, den zu biegen. Da passiert. Abgesehen von dem Kniebruch gar nichts. Gar nichts.
sehr geile Kohleteller. Er hat auch so geile Kleeblatt-Kohleteller und so weiter. Check die Seite mal ab. Wir schreiben es unten in die Videobeschreibung. Definitiv. Einfach mal sehr rein. Geil. Vielen Dank. Geht raus an dich, Robin. Nice. Das war's von uns. Danke an Robin. Danke an Chaos. Und uns bleibt nichts weiter zu sagen als wie nach jedem Review. Bleibt geschmeidig.